gewesen, ist eine Kaufinger Rockband, fünfköpfig, und es gibt seit Herbst 2010. Und wir machen normalerweise eigentlich nur englische Texte und fühlen uns da eigentlich so richtig wohl. Ja, wir machen Rockmusik, die kann man jetzt schwer in irgendeine spezielle Stilrichtung pressen. Also es ist ganz viel mit drinnen, es ist Alternative Rock, es ist irgendwo vielleicht ein bisschen New Metal, ein bisschen Crossover. Also jeder hat so verschiedene Einflüsse, jeder hört auch ein bisschen andere Musik. Und das macht unseren Musikmix, glaube ich, ganz speziell und ein bisschen anders als so viele andere Bands hier im Landkreis. Kurz mal mit Kontakt geknüpft mit dem Jörg von den Red Hawks. Der Jörg ist einer der Verantwortlichen im VfL Kaufering, der verantwortlich ist für den Floorball. Floorball hat mir jetzt am Anfang gar nicht mal so viel gesagt. Ich wusste zwar, dass es die Red Hawks in Kaufering gibt und dass die auch sehr gut spielen, aber zum Spiel bin ich erst vor kurzem mal gegangen. Da haben sie gegen Halle daheim gespielt und ich war vom ersten Moment an baff. Also die Unterstützung von den Fans, von 450 Fans in jedem Heimspiel, was die haben, ist absolut gigantisch. Und der Hexenkessel brodelt und die Gegner haben quasi schon verloren, wenn sie die Halle nur betreten. Mal schauen, ob wir wieder den gleichen Sound erreichen. Die Red Hawks sind eine Floorball-Mannschaft und spielen derzeit um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Was natürlich für unser kleines Kaufering eine megamäßige Sensation ist. Und somit war es für uns eigentlich relativ klar, dass wir den Red Hawks gerne Unterstützung zukommen lassen, indem wir ihnen einfach eine Hymne, ein Lied, ein ganz persönliches Lied maßschneidern. Oh Gott. Oh, Ja, warum haben wir die Hymne geschrieben? In erster Linie natürlich, weil wir gefragt wurden. Was halt für uns jetzt auch noch ganz Vorteil ist, wir werden einfach auch ein bisschen dadurch bekannt, dadurch, dass die Red Hawks jetzt irgendwo auch viel rumkommen und unsere Hymne ja dann auch gespielt wird. Aber ich denke mal, tatsächlich im Vordergrund stand einfach auch, das mal auszuprobieren und vor allem auch die Mannschaft einfach zu unterstützen mit der Hymne und da echt was zu schaffen, was irgendwo auch, was irgendwo geil ist, wo die Leute mitsingen können, was einfach mitläuft. Wir sind die rote Macht vom Lech, wer gegen uns vermuss hat Pech. Wow, oh, Red Hawks, Red Hawks. Also am Anfang war das mehr oder weniger ein Spaß, er schreibt halt meine Hymne. Und dann ist es aber doch relativ schnell ernst geworden und wir hatten schon ein bisschen Schiss, dass wir das irgendwie versauen. Aber es hat sich dann doch eigentlich recht schnell abgezeichnet, dass es echt gut werden könnte, weil wir einerseits von den Red Hawks am Anfang recht gute Unterstützung hatten, was Textfetzen anging. Wir haben dann daraus echt gut was basteln können und wir hatten auch relativ schnell die zündende Idee, was die Musik angeht. Also wir waren uns relativ schnell sicher, in welche Richtung es gehen wird. Also richtig schön rockig, fetzig, auf die Fresse, nicht zu sehr Polka-mäßig, Volksmusik-Style, sondern richtig schön zum Mitgrölen und dass da richtig was Power rüberkommt. Ja, eine Hymne, ich finde, eine Hymne macht ganz klar aus, dass es alle mitsingen können. So der Traum, ich denke, von uns allen war auch so, hey, wir spielen das irgendwann mal in so einer Arena, so während die Mannschaft einzieht, und die Menge tobt und alle singen mit und grölen mit und es gibt einfach eine gute Stimmung, So eine Hymne, die muss anheizen, die muss richtig Freude machen auf das Spiel, echt, die muss der Mannschaft so ein Gefühl geben, hey, die stehen hinter uns, das ist richtig, die wollen uns sehen und wir machen das jetzt und genau das soll diese Hymne auch ausdrücken, echt, da einfach so ein bisschen, so richtig Feuer in diese Halle bringen, Die Idee zu dem Song entstand eigentlich so unkonventionell, dass es schon wieder konventionell ist. Der Juli, unser Rhythmusgitarrist, hat für die Prüfungen an der Uni gelernt und um 2:30 in der Nacht hat er sich dann mal zur Abwechslung an seine Gitarre gehockt. Ja, spät abends, nach 12 hat man ja meistens die besten Ideen und der Song ist, glaube ich, als Hymne ganz gut geeignet. Also eine Hymne muss ja nicht groß
aufwendig oder komplex sein. Eine Hymne muss vor allem singbar sein. Und das haben wir, glaube ich, echt geschafft. Also diese Hymne kann man wirklich mitgrölen. Da kann man im Stadion mitsingen und Spaß haben dran. Und darum geht es uns eigentlich. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Du kannst nach Hause gehen. Und als der Song dann fertig war, haben wir gesagt, ja, wir ziehen uns wieder zurück hier in unser eigenes kleines Homestudio, kann man es jetzt fast nicht nennen, aber irgendwie schon, weil wir haben letztes Jahr schon bereits unser erstes Album aufgenommen mit dem plakativen Titel Wake Up mit einem roten Wecker vorne drauf. Vielleicht hat es der ein oder andere schon mal gesehen. Und von dem her wussten wir schon ungefähr, wie wir beim Aufnehmen herangehen müssen. Also das ganze Equipment war ja schon da und war dann relativ schnell aufgebaut. Es gibt natürlich eine Budgetbegrenzung bei dieser ganzen Aufnahmegeschichte, weil wir ja sprichwörtlich im Keller aufnehmen und dadurch natürlich einige Hürden auch haben. Aber die haben wir, glaube ich, ganz gut gemeistert. Wir haben ja 2012 schon ein Album aufgenommen und da das sozusagen schon geübt, mit weniger Geld trotzdem qualitativ hochwertige Produktion zu machen. Aufnehmen ist immer wieder eine ganz neue Erfahrung, weil das kann man überhaupt nicht vergleichen, wie wenn jetzt 5 Leute in einem Raum stehen. Beim Recording selber ist ja jeder Musiker immer einzeln im Aufnahmeraum und alle anderen sind im Nebenraum und überwachen sozusagen die Technik und schauen, dass alles glatt läuft. Das ist natürlich in sich auch ein Stück weit witzig, weil natürlich der eine Musiker immer komplett alleine ist und dadurch der von den anderen sich immer ein bisschen beobachtet fühlt. Da gibt es ein paar lustige Momente. Der Klick macht einen wahnsinnig. Ja. Right! Aber so generell ist es ganz gut geworden. Ist auch schnell von der Bühne gegangen. Im Endeffekt hat es einen Tag gedauert, alles einzuspielen und dann natürlich auch noch eine gewisse Zeit das Ganze nachzubearbeiten am PC, das Ganze mit ein paar Effekten zu versehen, ein bisschen zu verbessern. Was wir sehr cool fänden, wäre natürlich, wenn dieser Song, den wir jetzt kreiert haben, wenn der einfach in, ich sag mal, in der Kaufringer Fankultur, die ich wahnsinnig atemberaubend und sehr, sehr schön finde, wenn die Fans der Redhawks sich im Laufe der Zeit, dadurch, dass es immer mehr Publik wird und gehört wird, dieses Lied, dass sich die Fans und auch die Spieler der Mannschaft immer mehr damit identifizieren und einfach, ja, dieser Song, egal ob wir ihn live spielen oder er irgendwie vom Band läuft, dass der einfach Eindruck schindet, sowohl bei den gegnerischen Mannschaften, die zu Gast sind, aber auch bei all denjenigen, die zukünftig einfach die Heimspiele der Redhawks besuchen werden. Bis die Hütte brennt, wow, 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 Redhawks. Können sehen durch die Abwehr gehen. Stürmt ihr vor, Ziel ist...